Hallo, heiter cooler Input, hoffentlich für die, bin mir sicher, es wird den einen oder anderen die Augen öffnen, ist ein richtiger Gamechanger. Und zwar geht es um ein Thema, das man so im Alltag immer wieder mal hört, immer wieder mal uns begegnet. Abnehmen, Muskelaufbau, Rückenschmerzen, egal. Wir Menschen suchen ja oft ein bisschen so die Blaupause, eine Abkürzung, den Blueprint. Und ich kann nicht sagen, es gibt keine Abkürzung. Oder nur ganz selten im Leben gibt es einen Weg, den man der ein bisschen schneller geht, wo man sich ein paar Fehler sparen kann, gibt es, weiß ich. Aber im Endeffekt sind es die großen Dinge, die wichtigen Sachen, die den Unterschied ausmachen. Sagen wir, im ganzen Bereich Gesundheit. Und dann gibt es ja oft die Themen, hey, abflässig in der Früh, auf nüchternen Morgen, wenn ich scharf is, kurbelt es den Stoffwechsel an, eine Zitrone im Wasser. Das sind alles gute Sachen, nicht falsch verstehen. Aber das wird jetzt nicht so voranbringen, wie du das vielleicht vermutest. Aber wenn man sich so vorstellt, Gesundheit, okay, ist der Überbegriff. Und diese Einteilungen sind nur ungefähr. Aber was ist wichtig? Ein riesiger Ding, Ernährung. Okay, ihr seht schon, der Kreis ist relativ ausgefüllt. Ihr seht, wo ein Riesenentwicklungsschritt bei uns allen sein könnte. Was haben wir nun? Sport, Bewegung, okay, Muskeltraining, Laufen, Radfahren, diese ganzen Geschichten, auch die 10.000 Schritte im Alltag, die sind da integriert. Und ihr seht, von den 100% ist schon relativ viel ausgefüllt. Jetzt geht es natürlich nur um unsere seelische Ausgeglichenheit, um die Balance, um uns, ja, um uns selber und unser Wohlbefinden. Vielleicht hat er ein bisschen zu wenig Platz lassen. Braucht sicher auch einen gewissen Anteil, vielleicht ein bisschen zu klein, kann man größer machen. Das heißt, ich habe da jetzt Balance hingeschrieben. Es geht um die zwischenmenschlichen Beziehungen, gute Kontakte, ein gutes Umfeld, das die unterstützt, das die nach oben hebt, das die pusht, das die aufblasst, das die nicht runterzieht. Man sagt, da, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, was hast denn du schon wieder vor? Diese Geschichten meine ich. Und dann natürlich auch das Stresslevel, oder? Dass du nicht permanent vor einem Termin zum anderen hättest in der Arbeit, Stress daheim, Stress mit Kindern, alles organisierst, sondern dass du vielleicht ein bisschen den Druck rausnimmst, trotzdem produktiv bist, okay? Trotzdem die Dinge machst, die dir wichtig sind. Dann haben wir natürlich nur ein großes Ding mit Thema Schlaf. Ohne Schlaf bin ich auch nicht das beste Beispiel, das kann ich sagen. Und ich bin auch nicht der Messias, der alles richtig macht und der sagt, hey, ich bin Oberzampano, macht es ja so wie ich. Nein, ich habe viel Entwicklungspotenzial, kann mich nur viel verbessern, genauso wie jeder andere wahrscheinlich. Und dann haben wir da noch einen klaren Anteil, ihr seht es eh, der was über ist. Vielleicht ist er ein bisschen größer, vielleicht ist er ein bisschen kleiner, aber das geht es gar nicht. Aber da sind diese kleinen Geschichten drin, was ich vorher gesagt habe, abflässig, ja, ist minimal. Scharf essen. Es gibt unzählige Geschichten, aber ich möchte euch damit klar zeigen, was wichtig ist. Ernährung, Sport, Balance, ausreichend zu schlafen. Wenn wir die vier Punkte machen, dann sind wir auf einem brutalen Schritt. Und das brauche ich wahrscheinlich nicht zweimal sagen. Drum, ja, überlegt es euch, wenn ihr was verändern wollt, wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid, dann geht es die richtigen Schritte. Nehmt die großen Brocken. Die kleinen kommen dann sowieso. Dieses ganze Gefüge, das sind lauter kleine Mosaiksteinchen. Bei Ernährung, genügend Eiweiß, viel zu trinken, wenig Fleisch. Ihr kennt die ganze Geschichte. Diese ausgewogene Ernährung. Das ist alles da drin. Sport, Muskeltraining, regelmäßig zu laufen, zu gehen, einfach in Bewegung zu sein, ein bisschen zu dehnen. Einfach, dass man sich bewegt. Und dann natürlich Schlaf. Schlafbedürfnis ist immer ein bisschen anders. Ich brauche ein bisschen weniger, manche brauchen ein bisschen mehr. Aber schaut, dass die Qualität vom Schlaf gut ist. Und natürlich die Balance, weil wir alle wissen, wenn es uns von der Psyche her nicht gut geht, ist alles andere auch ziemlich schwer drum. Ja, hat das wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz verdient. In diesem Sinne, wenn es ein
Ja, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr einen guten Input habt, meldet euch gerne. Ich hoffe, es war ein kleiner Augenöffner. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Baba, liebe Grüße.